künstliche Intelligenz. Bei künstlicher Intelligenz versucht man, das menschliche Gehirn im kleinen Maßstab nachzubilden. Mit Computern simuliert man neuronale Netzwerke, die wie der Mensch in der Lage sind zu lernen. Künstliche Intelligenz kann man grob in drei Stufen einteilen. Schwache künstliche Intelligenz, starke künstliche Intelligenz und künstliche Superintelligenz. Ja. Schwache künstliche Intelligenz ist bereits jetzt im Einsatz. Sie ist überall bei uns im Alltag vertreten. Schwache KI zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf genau ein Problem spezialisiert ist. Es ist die Art von KI, die Big Data und komplexe Algorithmen nutzt, um eure Freunde auf Urlaubsfotos zu erkennen, um euch sicher zur Arbeit zu fahren oder um mit euch in einer guten Partie Schach euch mal niederzumachen. Brettspiele sind übrigens ein schönes Beispiel, die zeigen, zu was KI mittlerweile in der Lage ist. Lee Sedol ist Südkoreaner und er ist der wahrscheinlich beste menschliche Go-Spieler auf unserer wunderschönen blauen Erde. Go ist ein Brettspiel, wie ich sagte. Es hat viel mehr Felder als Schach. Jeder Zug hat viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten und das ganze Match hat viel mehr Züge. Das macht Go zu einem der komplexesten Spiele zu unserer Zeit. Und seit 1997, seitdem IBM's Supercomputer Blue Dream unsere Schachlegende Garry Kasparov besiegte, galt Go als die letzte Bastion des Menschen. Doch Anfang dieses Jahres zerschmetterte Googles künstliche Intelligenz AlphaGo Lee Sedol mit 4:1. Schade. Wir merken uns, schwache künstliche Intelligenz ist genau spezialisiert auf eine Disziplin. Aber in dieser schlägt sie den Menschen um ein Vielfaches. Ist es am besten, wenn wir uns eigentlich mal vor Augen führen, was denn heute so alles möglich ist? Das selbstfahrende Auto. Ich brauche euch doch eigentlich gar nichts mehr davon zu erzählen. Überall hört man was davon. Ich meine, stellt euch mal vor, ein Auto, was nicht müde werden kann. Ein Auto, das nicht am Steuer trinkt oder am Handy spielt. Ein Auto, was keine Pokémon sammelt. Ein Auto, ja, was kein Alkohol trinkt. Ein Auto, was sich an die Geschwindigkeit hält. Es ist so einfach, sich vorzustellen, dass so ein Auto viel besser sein wird als ein Mensch, weil es das schon längst ist. Ja, es ist nicht die Frage, ob das selbstfahrende Auto kommen wird. Die Frage ist, wie lange eure Autoversicherung noch duldet, dass ihr noch weiter hinterm Steuer sitzen dürft. In der Transportindustrie weltweit sind 70 Millionen Menschen beschäftigt. Allein in den USA ist Lkw-Fahrer Job Nummer 1. Und gerade aus diesen Gründen wird die Transportindustrie der erste Bereich sein, bei dem wir merken, dass KI enorme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben wird. Und so wie es mit dem Auto geschieht, so wird es mit allem geschehen. Wenn ein Computerprogramm in der digitalen Welt den Job eines Menschen übernimmt, spricht man von einem Softwarebot oder kurz Bot. Ich nenne sie gerne Anzugträgerbots. Sie sind bereits mitten unter uns. Gutes Beispiel ist der Aktienmarkt. Ganz ehrlich, der Aktienmarkt, das ist längst kein menschliches Schlachtfeld mehr. Der Aktienmarkt, ihr müsst euch vorstellen, 70% aller Finanztransaktionen werden heutzutage von Algorithmen oder Bots gesteuert. Guckt euch mal eine Börse an, da sind nicht mehr Tausende von Tradern. Das ist mehr nur noch ein TV-Set. IBM hat auch eine künstliche Intelligenz. Ihr Name ist Watson. Watson habt ihr vielleicht mal in der Werbung gesehen. Watson ist auch dafür bekannt, auf Jeopardy seine menschlichen Kollegen in Grund und Boden zu spielen. Aber das ist bloß eine belustigende Nebenbeschäftigung von Watson. Watsons eigentliches Ziel ist, der beste Doktor der Welt zu werden. Ja, und darin ist er verdammt gut. Allein in der Diagnose von Diabetes ist er bereits dem menschlichen Doktor weit voraus. Easy, wenn man Millionen von Daten von Millionen von Patienten aus mehreren Jahrzehnten in kurzer Zeit auswerten kann, ohne müde zu werden. Ja. Aber bedeutend ist, künstliche Intelligenz muss nicht perfekt sein. Künstliche Intelligenz muss bloß weniger Fehler machen als der Mensch.
Und Ärzte sind traurigerweise ein gutes Beispiel dafür. Die Fehldiagnosen und die Fehler bei Operationen, die Quote ist erschreckend hoch. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, Ärzte werden nicht verschwinden, natürlich nicht. Ärzte wird es immer geben. Ich meine, am Ende des Tages möchte ich immer noch von einem Menschen behandelt werden und nicht von einem Roboter. Wobei, vielleicht seht ihr selbst, irgendwann können wir es vielleicht auch nicht mal auseinanderhalten. Der entscheidende Punkt ist, ein Arzt mit einer künstlichen Intelligenz als Assistent ist in der Lage, denselben Job zu verrichten wie 10 Ärzte zusammen. Und das ist ein Gamechanger. Das wird den Unterschied machen. Schwache künstliche Intelligenz hat viele Formen, aber egal, ob als selbstfahrendes Auto oder als Anzugträger-Bot, KI wird uns überflüssig machen. Wir werden in der Wirtschaft so überflüssig sein wie Pferde. Ich erzähle euch, warum. Stellt euch vor, Anfang des 19. Jahrhunderts unterhalten sich zwei Pferde über Technologie. Das eine Pferd, das ist sehr besorgt. Mensch, also ob nicht diese ganzen Maschinen irgendwann mal unsere ganze Arbeit überflüssig machen werden. Das andere Pferd, probiert dem anderen direkt einzureden. Hier, Mensch, Mann, überleg doch mal, wie Technologie unser Leben bisher nur besser gemacht hat. Denk doch nur mal an all die Farmarbeit, mit der Postkutsche von Stadt zu hetzen. Oder im Krieg in die Schlacht zu reiten. Wie blöd war das denn? Alles furchtbar. Aber diese neuen Jobs, die sind ziemlich cool. Ich meine, selbst wenn dieses Ding mit dem Auto irgendwann mal erfolgreich sein sollte, es sind heute so viele Menschen in der Stadt, dass für uns Pferde immer genügend Jobs da sein werden. Doch wir alle wissen, was geschehen ist. Die Pferdepopulation hatte ihr Maximum 1915 und seitdem kennt sie nur einen Weg, bergab. Natürlich gibt es noch arbeitende Pferde, aber das ist kein Vergleich mehr von vor 200 Jahren. Stellt euch vor, es gäbe eine ökonomische Redensart, die sagt, neue Technologie schafft viele neue gute Jobs für Pferde. Das klingt blöd, gell? Besonders, wenn ich es jetzt laut ausspreche. Aber streicht ihr Pferde durch Menschen und ihr sagt, neue Technologie schafft viele gute neue Jobs für Menschen, denken plötzlich die Leute, das klingt vernünftig. Künstliche Maschinen haben die Pferde aus der Wirtschaft gedrängt. Künstliche Intelligenz wird uns Menschen aus der Wirtschaft drängen. Nicht sofort, nicht überall. Aber in einer solchen Größe und bald genug, dass es zu einem ernsthaften Problem werden wird, wenn wir nicht darauf vorbereitet sind. Und wir sind nicht vorbereitet. Das menschliche Gehirn ist eine gigantische, komplexe, chemische Maschine. Vielleicht die komplexeste Maschine im ganzen Universum. Doch das hat uns Menschen nicht davon abgehalten, zu probieren, sie zu simulieren und nachzubauen. Das Human Brain Project ist mit 1 Milliarde Euro eines der größten Forschungsprojekte der Europäischen Kommission. Es hat zum Ziel das Schaffen starker künstlicher Intelligenz. Und das durch eine komplette und vollständige Computersimulation des menschlichen Gehirns. Starke künstliche Intelligenz ist laut Definition in der Lage, genauso zu denken und zu handeln wie der Mensch. Dieser Zeitpunkt wird in der Informatik als die Singularität künstlicher Intelligenz bezeichnet. Nach diesem Zeitpunkt wird es relativ schnell zur nächsten Stufe übergehen, der künstlichen Superintelligenz. Der Zeitpunkt, an dem Maschinen intelligenter sein werden als Menschen. Dieser Zeitpunkt, alles, was danach geschieht, ist so spekulativ, dass das will ich jetzt lieber den zukünftigen TEDx-Speakern hier mal überlassen, darüber zu philosophieren. Aber vielleicht merkt ihr so langsam, wie ich auf den Titel meines Vortrags gekommen bin. Denn so langsam will ich euch klar machen, wir haben das Zeitalter der KIs, diese Liga der Außergewöhnlichen, gerade erst betreten. Und in dieser Liga werden diese Außergewöhnlichen, vorerst zumindest, uns in allen Talenten schlagen. Als mir klar wurde, dass KI in noch nie dagewesenem Ausmaß unsere Welt verändern wird, habe ich mich ernsthaft das erste Mal gefragt, was das denn für mich bedeutet.
Und ihr mögt vielleicht immer noch alles abstreiten. Ich meine, ist ja ganz einfach, wenn man sich mal die Zukunftsvorhersagen und Visionen aus Literatur und Film anschaut, aus der Vergangenheit, ist es einfach, das alles als Humbug abzustempeln. Aber genau deswegen ist es jetzt wichtig, sich vor Augen zu halten, dass all das kein Science-Fiction ist. Roboter und Bots existieren hier und jetzt. Pferde sind nicht arbeitsunfähig geworden, weil sie als Spezies plötzlich faul wurden. Gut, uns Menschen ist das zuzutrauen. Sondern Pferde wurden wegen der Technologie aus der Wirtschaft getrennt und flüssig gemacht. Ich stehe heute nicht hier, um euch Angst zu machen. Ich stehe heute nicht hier, um euch zu sagen, dass ihr oder eure Kinder oder Kindeskinder irgendwann mal keine Jobs mehr haben werden. Ich stehe hier, um euch zu sagen, dass diese Revolution eine große Chance unserer Menschheit ist. Doch wir dürfen diese nicht blind kommen lassen. Wir dürfen diese Revolution nicht blind kommen lassen und dürfen nicht zulassen, dass es selber ein großes Problem wird, wenn es viele Probleme mit sich bringt. Ich möchte euch daher heute zwei Sachen mit auf den Weg geben. Erstens, wir alle müssen uns damit abfinden, dass die Arbeitswelt und die Gesellschaft von morgen komplett anders funktionieren wird. Die Frage ist, wie kommen wir dahin, dass es mal funktioniert? Damit wir oder unsere Kinder auf die Lösungen kommen, müssen wir uns heute mit dem Problem von morgen beschäftigen. Und das bedeutet für euch, sich mit Technologie auseinanderzusetzen. Technologie darf kein Fremdwort für euch sein, erst recht nicht für eure Kinder. Ihr sollt stolz auf eure Kinder sein, wenn sie programmieren lernen. Und ihr selber lernt doch mal ein bisschen Neues was dazu. Zweitens, alle Leute erzählen immer, mein Gott, ich möchte erfolgreich werden. Aber eigentlich verbringen sie ihr ganzes Leben in einem Job, den sie nicht wirklich mögen und wo sie vielleicht nach heute sogar Sorge haben, dass es diesen in Zukunft gar nicht mehr geben wird. Ich habe für mich einen radikalen Schluss gezogen. Ich habe meinen Job gekündigt und mit Freunden ein eigenes Unternehmen gegründet. Ich wollte meine Leidenschaft leben und nicht nur meinen Träumen hinterherlaufen. Ich kann euch wirklich sagen, es ist manchmal wirklich hart, aber ich bin noch nie so glücklich wie jetzt. Und ich möchte auch, dass ihr eure Leidenschaft findet. Ich möchte, dass ihr rausgeht und euer Ding macht. Heute. Fragt euch nicht, wie werde ich mit möglichst wenig Aufwand erfolgreich? Die Frage ist Unsinn. Eine Antwort darauf gibt es nicht. Es gibt nicht die Zauberformel, das Megaseminar oder den Super-Podcast, der euch die Welt in 3 Minuten erklärt. Das ist Bullshit. Findet eure Mission. Ich verspreche euch eins. Findet eure Mission. Findet eure Leidenschaft. Findet euer Glück. Und ihr findet auch Erfolg. Aber vor allem, wenn ihr mit dieser Einstellung heute beginnt, braucht ihr vor der Zukunft keine Angst haben. Danke.